Ja, liebe Wohnungsfreunde, hier bin ich wieder und ich bin immer noch in Südschweden unterwegs und zwar jetzt auf der Insel Öland. Und auf der Insel Öland in der Nähe der Stadt Borgholm gibt es auch das Schloss Borgholm, also eine wirklich imposante Ruine eines ehemaligen Schlosses und das besichtige ich heute. Ja, Schloss Borgholm, das liegt nahe der Stadt Borgholm auf der Westseite der schwedischen Insel Öland. Das hatte ich ja schon, glaube ich, schon erwähnt. Und nach einem Brand im 19. Jahrhundert ist es heute nur noch als Ruine erhalten, ist aber immer noch eines der bedeutsamsten Sehenswürdigkeiten hier in Schweden. Ja, ganz in der Nähe hier von der Schlossruine gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz und den haben wir jetzt nicht besucht, aber ich werde euch den Wohnmobilstellplatz in der Infobox trotzdem mal mit den Koordinaten vermerken. Wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr dann auch auf den Wohnmobilstellplatz fahren und von da aus dann eben dieses Schloss besichtigen oder die Ruinen dieses Schlosses besser gesagt. Ja, das Schloss ist aus einem Wehrturm entstanden, der im 12. Jahrhundert hier errichtet worden ist und wurde mit seiner strategischen Bedeutung in den ganzen Kriegen der Schweden gegen die Dänen dann auch ständig erweitert. Ja, ich habe mir so ein bisschen schlau gemacht hier über die gesamte Burg hier und es ist also so gewesen, dass aus der ursprünglichen Burg unter Johann dem Dritten in der Renaissance ein wehrhaftes Schloss mit mehreren Flügeln entstand und im 17. Jahrhundert, da gestaltete der Baumeister Nicodemus Tessin, der Ältere im Auftrag von Karl Gustav X., das Schloss zu einer bedeutenden Barockanlage um. Bis zu diesem Zeitpunkt, da standen gewisse Teile der Anlage solitär, also einzeln herum. Aber während dieser Umgestaltung wurden die Gebäudeteile zu vier großen Flügeln ausgeweitet und unter ein gemeinsames mächtiges Dach gestellt. Und die Ecktürme, die wurden mit kuppelartigen Hauben bedeckt. Ja, innerhalb des Schlosses gibt es auch eine Ausstellung, die man hier besichtigen kann. Ich zeige euch da mal ein paar Aufnahmen von dieser Ausstellung. Und es gibt dann auch einen Raum, da wird also ein Belagerungszustand dargestellt, also richtig mit Figuren. Das ist so ein bisschen aufgebaut in Originalgröße, wie also das also Burgmauern hier belagert werden. Aber das zeige ich euch dann gleich noch. Man kann dann innerhalb dieses Burggeländes innerhalb dieser Ruine auch über Treppen in mehrere Stockwerke gelangen und dann von oben einen Blick werfen hier in den Burghof und dann eben durch die verschiedenen Flügel der Burg laufen. Also da gibt es also dann teilweise doch noch Fußböden, wo man dann drüber laufen kann und kann also von oben hier in die Burg schauen oder in das umgebende Land. Ja, seit Anfang des 18. Jahrhunderts verlor das Schloss hier an Bedeutung,
die Grenze zu Dänemark, die sich ehemals eben durch südliche Schweden zog, die war an die Südküste der skandinavischen Halbinsel verlagert worden und die Festung, die hatte keine strategischen Nutzen mehr. Und zudem entstanden auch um Stockholm herum neue, modernere Schlösser und die alte Burg, die verlor für das Königshaus an Reiz. Schloss, das verfiel langsam, nachdem nur noch eine Wachmannschaft das Gebäude hier bevölkerte. Und der letzte Gottesdienst in der Schlosskapelle, der wurde 1772 abgehalten. Ja, und in die unbenutzten Säle, da zog 1803 ein Kleiderfabrikant mit seinem Unternehmen ein. Ja, circa 3 Jahre später, genauer gesagt am 14. Oktober 1806, da brach ein Brand aus und zerstörte das ganze Schloss vollständig. Nur die mächtigen Mauern, die man heute noch sehen kann, die überstanden das Feuer. Ja, hier sieht man mal, wie so eine Belagerung so einer Burganlage damals stattfand. Hatte ich ja gerade schon erwähnt, also am Anfang des Videos, dass man sich das hier ansehen kann. Also unten standen die wackeren Recken und versuchten dann die Leute, die hier oben die Burg verteidigten, irgendwie über Leitern zu erreichen und dann irgendwie niederzumorcheln. Also das war ein Hauen und Stechen. Man versuchte von unten ranzukommen und von oben wurde alles Mögliche auf die Leute runtergeschmissen oder runtergeschossen oder was man eben so hatte. Heißes Pech über die Köpfe schießen, das war bestimmt ganz grausam. Und um so eine Burg dann zu erobern, ja zum Glück gibt es das heute in der Form nicht mehr. Ja, und ich würde sagen, das war es dann erstmal wieder von mir hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und aktiviert doch das Glöckchen und macht mir den Daumen nach oben. Und das war es dann, wie gesagt, erstmal für dieses Mal. Dann macht es mal gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.